Liebe Zuschauer und Freunde, es ist Sommerpause, doch im politischen Berlin geht es heiß her. Nächsten Mittwoch findet neben der Vereidigung der Verteidigungsministerin auch eine Sondersitzung im Verkehrsausschuss statt. Gegenstand ist das Scheitern der Infrastrukturabgabe, im Volksmund auch als Pkw-Maut bekannt. Die Grünen, FDP und Linke haben ja schon einen Untersuchungsausschuss gefordert. Fakt ist, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in zahlreichen Stellungnahmen und Gutachten die Einführung der Pkw-Maut als nicht konform mit EU-Recht gesehen hat. Das CSU-geführte Verkehrsministerium hat sich aber über diese Expertise hinweggesetzt und eigene Gutachten in Auftrag gegeben, die zu anderen Ergebnissen kamen. Bis zum heutigen Stand ist aber die herrschende Meinung der Mehrheit der Gutachter die, dass die Pkw-Maut in dieser Form nicht eingeführt werden kann, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen. Es war also vorhersehbar. Das Verkehrsministerium ist das Risiko also bewusst eingegangen und dabei gescheitert. Die Kosten hierfür trägt nun der Steuerzahler. Ein Blick in die Verträge zeigt eine aus meiner Sicht völlig unzureichende Absicherung gegenüber Ansprüchen der Mautbetreiber im Falle eines juristischen Scheiterns der Maut vor dem Europäischen Gerichtshof. Mir erschließt sich nicht, warum die Verträge noch auf den letzten Drücker und nur wenige Monate vor der Urteilsverkündung des EuGH unterzeichnet wurden. Wären die Verträge erst im Juni dieses Jahres unterschrieben worden, wäre die Umsetzung der Maut trotzdem noch in der jetzigen Legislaturperiode bis Ende 2021 möglich gewesen. Die AfD wird auf eine lückenlose Aufklärung pochen, um die Belastung für den Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. Im Gegensatz zu den anderen Oppositionsparteien wollen wir aber eine sachliche Aufklärung. Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss oder gar die Forderung nach einem Rücktritt des Verkehrsministers für völlig überzogen. Da gibt es ganz andere Fehler der Regierung, die eines Untersuchungsausschusses bedürfen. Die AfD würde sich freuen, wenn die anderen Oppositionsparteien sich auch endlich einmal um die wirklich großen Fehler der Regierung kümmern und diese aufarbeiten würden. Ich sage nur Herbst 2015. Zurück zum Thema Verkehr. Die AfD ist gegen eine zusätzliche Belastung der Autofahrer. Wir wollen eine klare Zusicherung des Verkehrsministers, dass die momentane als Ersatz zur Maut diskutierten CO2-abhängigen Mautabgaben nicht umgesetzt werden. Wir werden dafür kämpfen, dass Autofahren bezahlbar bleibt. Auf uns können Sie bauen. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.